Moin und herzlich willkommen bei mir im Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir spielen heute wieder eine Waft. Waft hat ja ein neues Update bekommen. Das Finale oder The Final Chapter. Wir hatten in der letzten Folge entsprechend gegen den Reno Shark gekämpft und auch gewonnen. Dadurch haben wir den Kranschlüssel bekommen. Das werden wir heute auch mal machen und heute mal zum Kran hochgehen. Wir schauen mal, was da so passiert. Einmal schnell die Treppe hochgehen hier. Leiter schnell. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch weitere Informationen einfach bekommen. Wahrscheinlich werden wir die Last runterschmeißen. Gehe ich von stark von aus. Ich schaue mal. Da vorne war ja der Eingang hier. Hier hätten wir den Schlüssel. Machen wir rein. Hebel. Ja, genau. Die Last werfen wir runter. Bam. Okay. War ordentlich laut. Wir schauen uns das mal an hier. Da ist es reingestürzt, sag ich mal. Wir hätten uns auch die Seilwinde noch genommen gehabt. Oder die Seilrutsche. Können wir mal rüberspringen. Schnell. Zack. Wunderbar. Die packen wir mal wieder weg hier. So, dann schauen wir uns das mal einfach mal an hier, was hier so passiert ist. Können wir hier runterhüpfen. Okay, das geht. Okay, es gibt hier irgendwie noch ein paar Sachen, die wir so mitnehmen können. Okay, hier können wir reingehen. Oder ist es nur ein kaputtes Gebäude? Scheint wohl nur ein kaputtes Gebäude zu sein. Wollen wir nicht zu tief springen hier? Oh, guck mal, da gibt es eine Blaupause. Ah, sehr schön. Da gucken wir uns mal an. Da haben wir noch eine Kiste. Die können wir auch mitnehmen. Okay, zwei Suppen bekommen. Und noch ein Rezept. Das ist doch nicht schlecht. Eine rote Rübe haben wir auch nicht bekommen. Die können wir schnell essen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Die Blaupause. Was haben wir denn hier? Fortgeschrittene Batterie. Okay, eine bessere Batterie. Ja, perfekt. Das ist doch super. Batterien können wir immer gebrauchen. Was haben wir hier? Okay, schauen wir mal an. Wir haben neue Koordinaten bekommen. 76, 80. Das ist doch sehr schön. Dann können wir da gleich mal hinfahren. Und wir haben noch einen Koffer. Und ein bisschen Glas bekommen. Scharnier. Sehr schön. Gut, dann haben wir ja entsprechend die Kraninsel jetzt auch geschafft. Würde ich sagen. Können wir hier wieder verschwinden. Wir müssen mal gucken, wo wir rauskommen. Da unten vielleicht. Ja, hier unten. Gut, haben wir noch eine Sauerstoffflasche? Ja, haben wir auch noch. Gut, da können wir ein bisschen tauchen. Okay, gibt es nichts außer die Tür. Okay, machen wir auf. Super, hier kommen wir raus. Perfekt. Auf geht's. Super, nehmen wir mal Fallenbogen in die Hand. Für den Hai. Können wir hochschwimmen. Dann suchen wir uns unser schnell in der Boot hier einfach mal. Wo ist denn unser Boot? Da vorne? Ja. Gut. Sehr schön. Dann müssen wir nur noch ankommen da. Schnell die Koordinaten eingeben. Und dann können wir zum nächsten Abenteuer fahren, würde ich sagen. Wir können dann mal schauen, ob wir noch die Batterie bauen können. Ob wir noch die Materialien haben. Bin ich mal gespannt, was das für eine Batterie ist. Oh, Hai ist auch am Start. Okay, da ist der blöde Hai. Ah ja, okay. Aber sollten wir ja schaffen zum Schiff. Das ist kein Problem. Und zack, haben wir geschafft. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch drauf. Nehmen wir auch mit. Sehr gut. Können wir meine Suppe essen, würde ich sagen. Komm hier. Essen wir die Suppe hier. Was zu trinken haben wir auch noch. Perfekt. Dann können wir mal die Sachen erstmal wegpacken hier. Suppe. Hier haben wir auch ein bisschen Fleisch. Können wir auch ein bisschen auf den Grill schmeißen. Zack, 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 zack. Wunderbar. So. Okay. Ein paar Blaupausen haben wir. Schau mal ins Buch, was wir hier benötigen. Erstmal lernen. So, wo haben wir denn die Batterie? Was brauchen wir hier? Zwei Kupfer, zwei Schrott und vier Titan. Haben wir denn irgendwie noch Titan und sowas? Haben wir das was? Moment, hier können wir mal gucken. Titan haben wir gar nicht mehr. Gut, dann müssen wir Titan einsammeln. Okay, den Scharnier können wir auch mal wegpacken. So. Okay, den Bolzen. Das Rezept können wir auch gleich mal gucken, ob wir schon haben. Das können wir mal reinschmeißen hier, würde ich sagen. So. Und das Rezept. Haben wir das Rezept schon? Wir schauen mal. Barbecue. Ich glaube, Barbecue hatten wir schon gehabt, oder? Hatten wir Barbecue schon gehabt? Barbecue hatten wir oben schon gehabt. Brauchen wir dann entsprechend nicht mehr. Sehr schön. Können wir wegschmeißen. So, weg damit. Einmal schnell ins Bett gehen. Ja. Ordnung ist das halbe Leben, würde ich sagen. Wenn wir alles schön immer wegpacken, wissen wir auch immer ganz genau, wo die Sachen immer sind. Das ist immer ganz gut. So. Wir haben noch zwei Melonen hier bekommen. Okay,
Okay, vielleicht können wir unseren Metalldetektor und die Schaufel mal. Oh, wir haben keinen Sprit mehr. Okay, haben wir noch Sprit? Oh, wir haben gar keinen Sprit mehr. Uff. 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 Okay. Okay, müssen wir. Dann sammeln wir uns einfach ein bisschen Holz ein. Sammeln wir einfach ein bisschen Holz. Machen den Motor mit Holz voll. Dann können wir auffahren. Guck mal, da sind Quallen. Oh. Wie hübsch. So. So, den machen wir voll. Den machen wir auch voll. So viel Holz haben wir locker, dass wir die alle voll machen können, die ganzen Motoren. So. Dann können wir weiter. Oh, da. Fehlt uns ein bisschen Holz. Was brauchen wir hier? Honig. Okay, machen wir schnell noch ein bisschen Honig rein. Haben noch ein bisschen Honig gehabt. Dann kriegen wir ein bisschen Biotreibstoff wieder. So. Ja, reicht das nicht? Ah, kommt da noch einer rein. Da ist er noch nicht fertig. Okay, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen neu Honig bekommen. Einfach. Dann müssen wir mal schauen. Oh, 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 oh. Jetzt sind wir jetzt angekommen. Okay, wo sind wir denn hier? Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Das müssen wir uns mal anschauen. Okay. Nimm mal Fallenbogen in die Hand. Das ist eine Eisscholle. Das ist eine Eisscholle, ist das. Okay. Oh, komm her. Seht ihr den großen Berg? Ich glaube, das ist die neue Insel, wo wir hinfahren müssen. Da fahren wir schnell hin. Ich glaube, das ist jetzt der Nordpol, wo wir hinfahren. Da können wir doch mal schnell hinfahren. Müssten einmal kurz zurückfahren. Dass wir. Achso, wir haben ja einen Anker geworfen, glaube ich, ne? Haben wir den Anker geworfen? Ja. Müssen wir kurz von der Scholle weg. Einfach. Und dann links irgendwie rumfahren. Aber wir sind noch nicht ganz angekommen, ne? Das müsste der große Berg da sein. Vor uns. So. Okay, jetzt müssen wir einmal nur nach vorne. Uppala. So. Und dann fahren wir einmal um die Scholle rum. Und fahren zum großen Berg. Wir schauen uns das einfach mal an. So viel Zeit muss noch sein. Okay, ein bisschen Plastik haben wir noch hier. Können wir wegpacken. Blätter brauchen wir eigentlich gar nicht. Haben wir genügend von. Könnten uns zwar ein paar Seile machen, aber das ist. Eigentlich brauchen wir im Moment nicht. So. Können wir einfach. Auch mehr, es schneit. Ja, wir sind am Nordpol angekommen. Wir sind am Nordpol angekommen. Das ist doch. Das ist doch super. Da ist auch noch eine Scholle. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie wir da hinkommen. Am besten. Weil es sind sehr viele Eisschollen hier. Okay. Ob wir vielleicht noch einen Eisbär sehen heute? Ja, wir schauen einfach mal. Wir könnten uns mal wieder eine Flasche machen. Haben wir noch ein Stück. Ah, die Batterie müssten wir wieder da reinpacken. Wir müssen immer schauen, dass wir hier nicht irgendwie anstoßen. So. Und die ganzen Schollen rumfahren. Müsste hier einen Weg geben, dass wir durchfahren können hier. So. Wo ist denn unsere Batterie? Können wir schnell nehmen. Oh, die ist noch gar nicht aufgeladen. Ja, gut, weil wir keinen Biotreibstoff hatten. Haben, ne? Ja, gut. Das sollte aber reichen. Okay, müssen wir gucken. Nein, jetzt sind wir. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Mal kurz den Motor ausmachen. Zurückfahren. So. Okay, müssen wir gerade fahren. So. Und dann fahren wir wieder vorwärts. Ah, das, Moment. So müssen wir fahren. Genau. Und dann müssen wir den reinsteuern. Dann kommen wir da durch. Wir müssen jetzt echt aufpassen hier.
dass wir gut. Oh, wir haben kein. Doch. Aber warum kommen wir nicht. Ach, sind wir doch. Okay, müssen doch. Okay. Wir sind zu breit, mal durchzukommen. Gut, müssen wir wieder ein bisschen wieder zurückfahren. So. Und erstmal rübersteuern. Nee, so rum. Nee, falsche Richtung. So. Okay, das sollte gehen. So, ein bisschen rückwärts fahren. Jetzt fahren wir wieder vorwärts. So. Jetzt sollten wir durchkommen. Sollten wir nicht breit genug sein, mal durchzukommen. Einfach. Ja. Du es mir auch längs an, ne? Fahren schön gerade. Ja, jetzt kommen wir durch. Super. Da müsste auch jetzt gleich eine Küste was sein. Zumindest. Haben wir noch ein bisschen was zu essen? Ja, hier drin. Den Fisch hier. Sehr gut. Oh, wir müssen einmal in der Ecke hier rübersteuern. Okay. Jetzt ist die Frage, wo können wir jetzt längs fahren? Müssen wir hier rechts rumfahren? Ich glaube schon. Fahren einfach mal rechts. Oh, ist da Licht oder sowas? Aber wir schauen uns das einfach mal an. Okay. Ja, anscheinend scheint da wohl Licht zu sein, dass wir das mal erkunden können. Okay, vielleicht können wir hier schon auf die Insel gehen. Und müssen wir noch weiter rumfahren. Ah, gute Frage. Das war auch irgendwie ein Radiosender irgendwie. Das müssen wir uns mal auch genauer angucken. Okay, müssen wir erstmal hier rumfahren wieder. So, sollten wir schaffen. Nicht, dass wir zu breit sind mit dem Schiff hier. Nee, würde passen. Ja, das passt. Okay, wir müssen einmal hier nochmal bisschen mal da rechts fahren. Die Frage ist nur, wo können wir denn. Oh, nochmal wieder weiter rechts stoßen wir da an. So, die Frage ist jetzt nur, wo können wir an Land gehen? Das wäre sehr interessant, mit den Eisschollen hier umzufahren. Schon ziemlich tricky. Okay. Wo ist denn die Küste hier? Sind wir dann irgendwie auf dem richtigen Weg überhaupt? Ja, auf der rechten Seite. Das sind 417 Meter. Also das ist die entsprechende Insel hier. Da fahren wir schon richtig hin. Müssen wir nur mal ein bisschen reindrehen, würde ich sagen. Dann sollte es gehen. So, wenn wir jetzt geradeaus fahren, müssten wir irgendwie auch dann an die Küste rankommen. Haben wir noch was auf dem Grill gehabt? Hai happen. Können wir schnell essen. So. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Müsste ja entsprechend der Nordpol sein. Ich glaube, hier können wir schon an die Küste gehen, oder? Können wir hier an die Küste gehen? Der Berg ist noch ziemlich weit weg, ne? Das waren noch 400 Meter, waren das irgendwie knapp, ne? Ja, 400 Meter. Okay. Ne, hier müssen wir noch einmal rumfahren. Wo gibt es hier irgendwie eine Küste? Was ist denn da? Ist das die Küste? Wo können wir hier. Da ist auch noch ein Berg irgendwie, ne? Okay. Anscheinend. Vielleicht können wir hier schon an die Küste gehen. Wir können uns das ja einfach mal angucken. Wir könnten ja mal kurz hier anhalten und uns das genauer angucken, ob wir hier schon an die Küste gehen können. Oh, sieh, das ist das nur so eine Eisscholle. Oh, wir haben keinen Sprit mehr. Das ist okay. Dann bleiben wir einfach hier stehen. Machen wir kurz. Nee. Was ist das? Ach, komm her, das ist auch noch der Anker. Lull. Das ist der Anker? Nee. Okay, das ist aber neu. Okay, dann schmeißen wir einfach mal den Anker. So, trinken noch ein Stück, essen noch mal ein Stück einfach und schauen uns das einfach mal an. Haben wir noch ein bisschen was zu essen? Ja, so essen wir noch einen schnellen Hai. Hai haben wir einfach mal. So, und gehen wir einfach mal auf die Insel. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!